Hallihallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. In der letzten Folge habe ich wieder komplett übertrieben und überzogen, unter anderem um einen Exalfoss zu ergattern auf Level 3. Eins der wahrscheinlich stärksten Viecher, die wir jetzt bisher gefunden haben. Und weil das so lustig ist, wollen wir uns jetzt das nächste Viecher haben wir offensichtlich. Ja, okay. Kann ich bitte... Ja, viel besser. Wenn das hier jetzt brennt, dann kurz den hier hin. Genau, greif ihn schön an. Das war dumm. Sehr schön. Dann merken wir uns gleich das nächste Viech. Jawohl, den Elektro-Gurkenmensch. Ein Gurkenmensch. Ach du liebes bisschen. Hab ich eigentlich schon normalen Gurkenmensch? Nee, ne? Lustig. Dieses aufgeladene Monster wandelt gemächlich umher. Im Wasser vergrößert sich sein Spannungsfeld. Das ist korrekt. Ah, dang it. Okay, hier dachte ich, dass irgendein Gegner ist oder so. Das sah so aus, als ob aus dem Gras welche rauskommen würden. Aber tatsächlich ist hier nichts rausgekommen, was ich sehr interessant finde. Oh, neue Gegner. Das ist cool. Gut. Merken wir uns dann mal den nächsten Piranha. Den Piranha. Sehr schön. Lexikon öffnen. Aggressiver Piranha mit langen Flossen. Verfolgt Beute in seinem Blickfeld unerbittlich. Klingt doch nach etwas, was mir helfen könnte. Was ist das für ein Viech? Ich gehe erstmal in die Höhle rein. Erstmal in die Höhle rein ist immer gut. Vielleicht ist da ein Herzteil. Das wäre cool. Das ist nicht, was ich wollte. Bin aus Versehen in den Einzugskreis von dem Ding wieder gelandet. Es wird dunkler. Das könnte ein neuer Gegner sein. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd. Halt die Fresse, du Mops. Oh shit. Also ich sehe auf jeden Fall, was hier das Viech bewirkt. Okay.
Ja, die Gegner hier sind alle tot. Jetzt muss ich gucken, dass ich dich wegkriege. Und für dich habe ich aber das perfekte Gegner-Viech. Triffst du ihn nicht, oder? Nein, er kann ihn nicht treffen. Scheiße. Ja, gut. Also macht ihr den mal bitte kaputt. Der nervt mich. Cool. Schön. Haben wir den auch. Den Schwarmra. Verfolgt hartnäckig seine Opfer und hetzt ihn alle Monster in der Umgebung auf den Leib. Die Frage ist, wenn ich so einen habe, was bringt der mir? Jetzt mal ganz blöd gefragt, ne? Sucht er sich einen random Gegner aus und das ist dann im Endeffekt jemand, der dann komplett angegriffen wird von allem? Ist das so die Überlegung dahinter? Das wäre ja lustig. So, wir heilen jetzt jedenfalls kurz hoch. Wie ist denn das? Hab ich die Flasche noch? Ja, die Fee habe ich noch. Okay, cool. Ich habe das Gefühl, ihr könntet hier sehr viel Gold wert sein. Ja, irgendwie war es klar. Ist das auch okay für mich? Da oben ist ein Herzteil. Das muss das vierte Herz sein. Ich habe ein scheiß Problem. Geh den. Kann ich nicht one-shoppen? Was ist das für ein Monster? Sind sie beide tot. Oh shit. Hier werde ich nicht hochkommen, glaube ich. Dass es funktionieren wird. Nee, nee. Bin hier offiziell, bin ich hier am Ende der Fahnenstange angekommen. Okay. Das war klar. Mir egal. Ich habe das Gefühl, ich will hier mit Betten rüber und nicht den langen Weg gehen. Das Herzteil ist ja hier irgendwo. Ich habe vor allem das Gefühl, ich brauche nur einen, okay. 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 Cool, dann habe ich jetzt einfach ein neues Herz. Nehme ich auch. Du hast 4 Herzteile gesammelt, die Maximalzahl deiner Herzen erhöht sich und alle Herzen werden aufgefüllt. Cool. Okay. Ich bin im Arsch. Ich bin komplett im Arsch. Holy shit. Das war knapp. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, das war
gefährlich. Einfach hinlegen. Einfach hinlegen. Während mich mein braves Monster bewacht und beschützt. Den Rubin, den ignoriere ich jetzt mal. Der ist mir komplett egal. So. Die Frage, was ist der richtige Weg? Was? Ich wusste es. Ich liebe die Viecher, die retten mir so den Arsch gerade. Natürlich, nix. Wieder geht's raus. Was für mich bedeutet, wir werden den anderen Weg gehen. Guck mal, was da drin ist. Oh cool, hier kann ich Feuer machen. Zeit, wieder brutal Gegner zu ermorden. In sein Ernst, kannst du aufhören, bitte? Okay, ich muss irgendwie da Licht anmachen. Wie mache ich da Licht an? Oh wow. Okay, da kann kein... Wow. Okay. Ja, natürlich, das funktioniert dann auch nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Drei Dinger leuchten, aber wo ist das vierte? Und wie komme ich an das vierte ran? Okay, der kann auf jeden Fall, aber ich habe nur vier. Lass das bitte. Ja, ich fürchte, ich kann da nichts machen. Weil das Viech, das andere Viech sich immer umbringt. Dann höchstens versuchen, ob er hier... Nee. Nee, ich kann hier nichts machen. Ich könnte versuchen.
Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee, nee, ich kann hier nicht springen. Ich krieg hier kein Feuer rein. Keine Chance. Wie ist denn das eigentlich? Kannst du bitte in die richtige Richtung gehen? Nein. Oh wow, okay. Der stirbt einfach. Ja, wenn ihm das natürlich hilft. Okay. Ist er dumm oder so? Bist du dumm oder so? Oh mein Gott. Nein! Er ist fucking dumm. Er ist fucking dumm. Okay. Oh, okay. Wir machen den hier. Nein! Und fertig. Okay. Du müsstest schnell genug hinkommen, wenn ich Glück habe. Er hat aufgehört zu brennen. Komm, komm, komm. Er kann es nicht anzünden. Dann weiß ich es nicht. Schade. Kann ich nicht lösen. Also, vielleicht kann ich es. Vielleicht könnte ich es lösen. Aber ich wüsste aktuell nicht, wie es gehen soll. Und ich will jetzt nicht länger Zeit verschwenden hier, blöd gesagt. Oh, shit. Oh, shit. Der hat Damage. Er hat Damage und meine Viecher treffen nicht. Ja, dann Zeit für die MVPs, oder? Nein. Nein, 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 hör auf, das Feuer anzugreifen, du Trottel! Oh shit. Ich hau ab. Cool. Okay, das wird jetzt gefährlich. Sieht der mich noch? Da bin ich hier wieder halbwegs sicher. Einfach mitten im Kampf schlafen legen. Scary. Scary, not gonna lie. Das war sehr scary. Nee, schon wieder nur noch meine Rockviecher. Meine Felsmonster. Oh nein, sie treffen nicht. Dang it. Okay. Nein. Jawohl, wir kriegen den. Ey, lass das. Okay, ich warte jetzt, bis er den anderen bemerkt. Wo
Genau, ich glaube, das Problem ist, der greift immer an, wen er als letztes gesehen hat. Das heißt, mein Vogel ist mehr oder weniger sicher. Bis zu einem gewissen Punkt, bis er merkt, dass der andere ihm die ganze Zeit Schaden macht. Irgendwas anderes, was nur zwei braucht und gefährlich ist für den. Hey, die machen das alle nicht. Bleibt weiter der Vogel. Na, 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 na. Gut, haben wir dich. Oh, der ist nervig. Den Elektropyromagus haben wir erhalten. 5 Sterne. Scheiße, Mann. Dang it. Aber ist egal, meine MVPs. Die Regeln. Was ist denn das eigentlich? Bin ich jetzt hier? Nee. Ja, ehrlich gesagt, habe ich jetzt mein Herzteil. Bitte nicht. Okay. In dem Falle machen wir das so. Sind diese Piranhas, da war ich schon gewesen. Okay. Hatte ich die schon aktiv? Nee, hatte ich nicht. Cool. Neue Warp-Statue. Sehr schön. Ich frage mich, ob es hier noch eine gibt. So genau in der Mitte zwischen den ganzen Zielen. Ah, das ist ein Herzsee. Hält der mich, oder was? Das hier ist der berühmte Herztümpel, der Romantik-Hotspot in den Fyrone-Sümpfen. Und ich habe hier eine Verabredung. Oh je. Joa. Cooler See haben sie da, ne? Dieses Ding ist so ein fucking Lebensretter, das ist echt nicht normal. Ja, okay, das ist eigentlich nicht, was ich wollte, aber egal. Okay, cool. Oh dang, das Viech ist ein Monster. Jawohl. Oh cool. Easy, easy, wieder eins gecleared, wieder vernichtet. Wir haben alle keine Chance, wenn ich das nicht will. Ja, so. Easy, ganz easy, Zelda plündert und vernichtet Monster. Okay, wo kommen wir lang, wenn wir hier weiterlaufen? Weil das ist jetzt offensichtlich der letzte Weg, den wir noch gehen. So welche wieder. Ja, okay.
Oh nein. Okay. Das bringt nichts. Einfach nichts. Shit. Ja gut, in dem Falle wäre mein Vorschlag, dass wir einfach so einen hinbauen. Gut. Bitte sei nicht dumm. Sehr gut. Hä, warum? Was hab ich davon? Das ist nicht, was ich wollte. Das ist wieder eine Schatztruhe. Ach, das ist noch ein unbekannter Teil. Das ist noch nicht ganz unten. I see how it is. Der Seite noch irgendwas Relevantes? Ah, das ist bestimmt wieder so ein Ding. Ja, ja. Genau. Okay, nehmen wir das auch mit. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich schon mal 12 davon. Das ist auch schön. Keine Falle, gar nichts. Okay, ist auch nicht viel, sind nur ein paar Rubine, okay. Ja, laufen wir den Weg mal zurück scheinbar, oder? Weil das ist ja offensichtlich das Ziel. Nee. Achso. Hier ist einfach nichts. Okay. Ja gut, wenn das so ist, dass hier einfach nichts ist. Ja, dann ist das halt so, hä? Also es ist nicht so. Offensichtlich. Ja gut, wir teleportieren uns jetzt hier hin und dann beende ich den Part. Ich guck dann nochmal nächstes Mal, ob wir, sicher ist sicher. Nur für den Fall. Der beschützt mich. Ich guck da nochmal. Nur für den Fall. Achso, ich wollte eine Sache ausprobieren. Hält der mich? Nein. Na gut. Egal. Wir lassen Zelda und ihren Liebhaber da mal alleine. Und ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Den größten Teil Hyrules haben wir erfolgreich erforscht mittlerweile. Das heißt, wir können überall in Hyrule hin und können so ein bisschen und so, ne? Und ja, dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren und bis bald. Tschüss!